hier machen wir ein richtig schönes Video von uns. Zwar stelle ich euch hier vor, die Gazelle, eine Neuauflage eines schönen alten Stahlrahmens Van Stel, Gazelle, Basic-Ausführung würde ich denken, weil eine Bremse, Rücktrittbremse, Dreigang, Nexus, mit ehemals funktionierender Glocke. Das Fahrrad ist jetzt 2 Jahre alt, nach 2 Jahren sieht das so aus. Ja. Wie gesagt, rostet hier ein bisschen und so, es ist nicht ganz so teuer, hochwertig, verchromt, wie es früher mal war. Und hier wechsle ich, es ist zwar kein Hollandrad im klassischen Sinne, aber es ist auch ein Hollandrad der Herkunft nach. Hier muss das Hinterrad ausgebaut werden, mit horizontalen Ausfallenden. Schlauchwechsel brauchen wir. Ja, dann schaut doch mal ein bisschen zu. Das ist die Reparatur für heute. Zuerst löse ich hier bei der Dreigang hier oben diese Schraube. Nexus Dreigang. 5er Inbusschlüssel geht. Oder auch ein 10er Ringschlüssel, Maulschlüssel. Dann lösen wir nur einmal und der springt schon freiwillig runter. Wir ziehen es ab. Schauen, dass wir das nicht verbiegen, den Schaltstift. Den ziehen wir raus, legen ihn uns beiseite, den brauchen wir, der ist ganz wichtig. Zehner Ringschlüssel oder eben ein Steckschlüssel, weil ich faul bin, brauchen wir dann zum Lösen der Kettenspanner. Dann lösen wir den rechts und lösen ihn links. Jetzt links. Dann brauchen wir 10er Steckschlüssel und ein 10er Ringschlüssel, um den Bremsanker zu lösen. Hier, der sitzt hier. Der hält die Bremse fest. Bremsanker. So, den schrauben wir ab. Alles, was wir abschrauben, bitte nicht verlegen. Fein säuberlich beiseite packen, sodass wir es wiederfinden. Jetzt brauchen wir einen 15er Maulschlüssel und lösen diese Achsmutter. Beide Seiten. Und dann links. Wenn die gelöst sind, schieben wir das Rad nach vorne. Ganz nach vorne, also man kann es ja nach hinten schieben oder nach vorne. Wir schieben nach vorne und legen die Kette, nehmen die Kette vom Ritzel und ziehen dann das Rad nach hinten. Und draußen ist es. Ganz simpel, die Kette lege ich immer hier oben auf dem Rahmen auf, damit sie nicht runterbamselt und man nachher auch nicht vergisst, die wieder einzuhängen. Jetzt schraube ich das Ventil raus, drücke das Ventil rein, hier, zack, und nehme den Mantel von der Felge. Das mache ich wie folgt: Ventil reindrücken. Dann drehe ich um, Ventil nach unten und versuche, ob ich hier genug Spiel habe, um es ohne Werkzeug zu tun. Muss aber feststellen, ich habe nicht genug Spiel. Also nehme ich Reifenheber. Das sind keine Schraubenzieher, das sind Reifenheber. Also nicht mit Schraubenziehern arbeiten, damit macht ihr nur Felge und Mantel kaputt. Ja, dann hebel ich das hier raus.
entnehme den Schlauch. Den brauchen wir noch. Und nehme den Mantel erstmal komplett von der Felge. Das geht sehr schnell bei mir, aber es ist einfach nur Übungssache. Wenn es nicht so schnell geht bei euch, macht euch keinen Kopf. Das ist eine reine Übungssache. Jetzt kommt es wie immer, ich habe es schon so oft gezeigt, man kontrolliert. Von innen fühlen, von außen schauen. Hier ist ein schöner Cut, da seht ihr den. Gucken, ob da was drin ist, ob er durchgeht. Er geht nicht durch, also kann man den Mantel verwenden, weiterverwenden. Bei so einem Cut in der Länge über einen halben Zentimeter immer schauen, ob er durchgeht. Wenn er durchgeht, kann man den Mantel nicht mehr verwenden. Wenn er nicht durchgeht und nur so minimal so ein Punkt auf der anderen Seite ankommt, dann kann man es nochmal probieren. Ich würde es immer wechseln. Die meisten Kunden hier nicht. Kontrolliert schön die Schnitte, auch wie hier, diesen, ob da was drin ist. Wir wollen ja nicht sofort wieder einen Platten haben. Ja, der ist eigentlich abgefahren, der. Jo, hier ist aber nicht weiter drin mehr. Also, Talkum rein. Ja, und wart. Jetzt hole ich einen Schlauch und baue wieder ein. Ja, aufgrund der vielen Schnitte nehme ich den alten Schlauch und schneide jetzt das Ventil hier aus. Das funktioniert jetzt um als Antiplattband. Das wird zugegebenermaßen recht eng hier drin, aber naja, das braucht es. Also jetzt füge ich die beiden wieder zusammen, Felge und Mantel. Dann nehme ich den alten Schlauch. Den ich flach hier reinpacke. Schön flach rein und den neuen. Den ich flach und dann den alten packe. Zack. Ja, dann verschließe ich wieder. Quasi wie automatisch immer. Weil bei mir ist das, wenn ich das nicht absetzen müsste, jetzt um das so ein bisschen deutlicher zu zeigen, wäre das jetzt auch schon erledigt. Aber ich muss es euch ein bisschen zeigen. Wie gesagt, ist jetzt ziemlich eng hier drin. Jetzt sind zwei Schläuche drin. Ja, und den Rest hier muss ich, wie es aussieht. So, versucht das immer ohne Werkzeug, das Nachschieben, da kommst du irgendwann nicht mehr mit dem Finger drunter, kannst du denn ruhig mal mit so was, mit was Stumpfem machen, ne? Ein bisschen nachschieben, den Mantel, den Schlauch reindrücken richtig, dass er hier nicht klemmt und dass man den dann nicht quetscht, wenn man das hier drüber zieht. Jo, das war das. Jetzt kommt alles wieder rein. Pseudo-Holländer. Ich setze an.
nehme die Kette, schiebe das erstmal ganz nach vorne, die Kette wieder rüber, lege die oben auf, dreht Rad, ja, ist schon drin, muss ich gar nicht. Dann zieht den Draht nach hinten, schraube zuerst die Kettenspanner fest, links und rechts, also eine andere Reihenfolge als vorher. So. Zentriere damit mit den Kettenspannern, zentriere ich auch das Laufrad, dass es schön mittig läuft. Dann kann man von hinten fluchten, wunderbar. Kettenspannung prüfen. Man kann sogar durchdrehen. Dann den Bremsanker wieder vorfixieren, noch nicht komplett festmachen. Perfekt. Jetzt die Achsmuttern anziehen. Und immer zwischendurch Kettenspannung prüfen. Jetzt den Bremsanker richtig festmachen. Nicht vergessen, vergesst niemals den Bremsanker festzumachen. Jetzt kommt der Schaltstift hier rein. Schaltstift hier rein. Schaltbox aufsetzen, andrücken und verschließen. Denkt dran, 5er Inbus, 10er Ring oder 10er Maul. Der Maulschlüssel nehmen wir. Das ist eine Klemmschraube. Hier geht es nicht um Leben und Tod. Wenn ihr die zu fest zieht, dann überdreht ihr das Gewinde hier in der Schaltbox und die Schraube greift nicht mehr und fällt euch immer ab, die Schaltbox. Also macht es nicht zu doll. Das geht nicht um Leben und Tod. Ihr müsst so ein bisschen Gefühl entwickeln, wann klemmt es, wann nicht. Kann man sie noch runterziehen, kann man nicht. Also es ist so ein bisschen, wenn man es zu oft macht, auf und zu macht, auf und zu macht, irgendwann ist das Gewinde eh durch. Dann kann man nur größer schneiden. Gewinde größer schneiden, eine Nummer habe ich auch schon gemacht. Eine andere Schraube rein, fertig. Geht alles, aber wie gesagt, versucht es nicht zu überdrehen. So, jetzt seht ihr hier, läuft. Ja, perfekt, wunderbar, läuft. Jetzt wird aufgepumpt. Sicherungsmutter, Ventil, Ventilkappe ab. Und pump up. Kappe rauf. Fertig. Hört ihr das? Das ist die Kette. Die sollte man auch mal ein bisschen ölen. Mach ich jetzt gleich. Also hat ja keiner was davon, wenn die sich so anhört. So, Kettenöl, ein bisschen dickflüssiger als das, was wir vorher drauf hatten. Man reagiert aber nicht, der Rücktritt.
auch hier das Überschüssige bitte immer ein bisschen abtragen. Ein bisschen wegnehmen. Na, weil das Öl fließt schon dahin, wo es hin soll. Von außen muss sie nicht dreckig sein, die Kette. Ja, das war's, würde ich mal sagen. Haben wir denn was vergessen? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt vom normalen Alltag hier im Fahrradladen, schaut doch einfach mal rein auf dem Kanal. Da gibt es täglich neue Videos und ab und zu mal ein Reparatur-Spezialvideo, so wie das hier. Ist ein schönes Rad, finde ich. Also wirklich, ist nicht schlecht. Die Bremshebel mag ich sehr übrigens, auch wenn die Schrauben billig sind hier, weil die Schrauben, der Bremshebel wirklich schön gearbeitet, ja. Aber die Schrauben, warum nimmt man da keine Edelstahlschrauben? Ganz simple Geschichte, und würde länger halten und besser aussehen. Ich finde die sehr filigran, sehr technoid quasi schon. Richtig minimalistisch, fast schon skelettiert, aufs Minimum beschränkt. Finde ich den Hebel richtig toll. Und der ist gar nicht mal so teuer, glaube ich. Das ist ein Tektro-Hebel, soweit ich weiß. Und die sind gar nicht mal so teuer. Die Bremse finde ich wieder ein bisschen üppig. Ein bisschen viel Alu. Das hätte man ohne filigraner hingekriegt. Aber darauf kam es ja wohl nicht an. War bestimmt doch nicht so teuer. Und ich denke mal, der Sattel war nicht dran, als er das gekauft hatte. Gut, das war's von mir für heute. Mit Gazelle van Stijl. Hinterrad, Schlauchwechsel, Hollandrad. Holland-Rennrad. Holland-Mixte-Rad. Holland-Damenrad. Sport. Wir sehen uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.